Hallo und herzlich willkommen zu Milans Backwelt. Ich bin der Milan und heute möchte ich euch zeigen, wie ich meinen Kassler oder Schinken im Blutteig mache. Ich habe bis jetzt immer einen ganzen Schinken im Blutteig gemacht, das war meistens so ein Ding. Das Problem an der ganzen Sache ist folgendes: Wenn ich den Schinken mit dem Blutteig in den Ofen rein tue, entsteht viel Dampf. Der Dampf will natürlich raus. Der sucht sich immer eine Stelle irgendwo im Teig. Da geht der Dampf raus, der Teig reißt auf und rutscht vom Schinken runter. Man muss quasi dann immer den Blutteig wieder hochdrücken und das ist doch ziemlich nervig. Und die andere Sache ist, wenn ich jetzt so einen Blutteig habe mit Schinken drin und ich schneide den durch, habe ich meistens, wenn ich so in der Mitte bin, habe ich eine riesen Scheibe Schinken und relativ wenig Brot außenrum. Und das hat mir halt nicht so gefallen. Jetzt habe ich mir überlegt, ich mache mal Fingerfood raus. Dafür habe ich mir jetzt Folgendes hergerichtet. Ich habe hier Brotteig. Das ist Mischbrotteig. Wenn ich den Mischbrotteig mache, schreibe ich euch in die Verlinkung. Ich habe nämlich schon mal ein ganzes Mischbrot gemacht. Und genau so habe ich jetzt den Teig gemacht. Ich habe jetzt 6 Scheiben Kassler und Käse. Ich habe jetzt halt nur für einen hergerichtet. Weil ich muss ja nicht alle 6 machen, um es euch zu zeigen. Vom Brotteig her, ich habe jetzt hier 130 Gramm Teig. Das habe ich jetzt 20 Minuten liegen lassen, einfach damit er ein bisschen entspannen kann. Also nach dem Kneten 20 Minuten liegen lassen, damit er halt ein bisschen entspannen kann. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich drücke den Teig flach. Jetzt brauche ich ein bisschen Mehl. Schön flach drücken. Jetzt kann man Käse nehmen, muss man aber nicht. Ich mag es ganz gerne, denn Schinken und Käse oder Kassler und Käse, das passt eigentlich sehr gut zusammen. Ich mag es sehr gern, deswegen nehme ich Käse her. Ich habe mir hier Bergkäse genommen. Der ist vom Geschmack her einfach etwas kräftiger als jetzt Gouda zum Beispiel. Ich lege den Käse auch zuerst rein. Dann kommt das Fleisch drauf. Und jetzt packe ich alles schön ein. Muss noch ein bisschen auseinanderziehen. Jetzt schlage ich das einfach ein. So. Jetzt seht ihr auch, warum ich den Käse zuerst reingetan habe. Denn das ist der Schluss. Der kommt aufs Backblech. Wenn ich jetzt den Käse als letztes drauf tue, kann es passieren, also dass es hier aufreißt. Der Käse fängt dann zu schmelzen und fließt hier einfach raus und liegt dann auf dem Backblech. Wenn ich den Käse aber zuerst drauf tue, wird er auch schmelzen und sich dann hoffentlich schön mit dem Fleisch verbinden und das ist dann wirklich lecker. Also das hier lege ich auf mein Backblech mit Backpapier und werde jetzt erstmal ca. 40 Minuten ruhen lassen. So, meine Kassler im Blutteig sind schön hergegangen. Sie lagen jetzt eine Stunde. Ich habe jetzt den Ofen auf 200 Grad vorgeheizt. Da werde ich sie jetzt reintun. Ich schätze, die werden mindestens so 40-45 Minuten brauchen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr sagt, hey, das mit dem Mehl gefällt mir nicht, könnt ihr einen Pinsel nehmen, ein bisschen Wasser und hier anstreichen. Da geht das Mehl weg. Ich werde jetzt einfach mal ein Blech so machen und eins lassen, so wie es ist. Das ist einfach nur Geschmackssache. Es gibt Leute, die mögen kein Mehl auf dem Brot. Mich stört es nicht. Mir ist es eigentlich recht egal. So, das werde ich jetzt alles schön einpinseln. Und dann kommt es gleich in den Ofen rein. Mein Schinken- und Brotteig ist gerade fertig geworden. Ich habe ihn genau 50 Minuten im Backofen gelassen. Er hat hier eine schöne Farbe angenommen. Ein bisschen Flüssigkeit ist ausgelaufen, aber wie man sieht, nur ganz wenig Käse. Das heißt, ich habe es gut eingepackt. Ich mag das am liebsten mit einem schönen grünen Salat dazu. Ein bisschen abkühlen lassen und dann einfach reinbeißen.
Falls euch das Rezept gefallen hat und mein Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert fleißig und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Vielen Dank, euer Milan.